Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt bei der Preseason-Folge zu Beginn der zweiten Saison, beziehungsweise zum Anfang, zur Vorbereitungsfolge der zweiten Saison mit der Teamauswahl mit Pierre Gasly. Und ich habe immer noch nicht meine Entscheidung getroffen, was wir machen. Ich werde natürlich das ein bisschen spontanes machen, weil erstmal gucken, was wir überhaupt. Das ist in diesem Spiel nicht mehr so, glaube ich, dass man einfach so alle Teams zur Verfügung hat und dann einfach ja das Team, was man fahren möchte, gern anklicken kann und dann das Team halt zustimmen muss. Und wenn es passiert, dann ist es halt so. Dann können wir unterschreiben und Punkt, Punkt, Punkt. Ist nicht mehr so. Wir werden jetzt verschiedene haben, die für uns jetzt wollen, aber auch andere, die gar nicht verfügbar sind, weil die uns nicht wollen. Das ist ja eigentlich so cool gemacht, ne? Also, ja, wie gesagt, es wird auch auf die Teams ankommen, die uns überhaupt zur Verfügung stehen würden, wenn es halt nicht gescheites ist, dann bleiben wir bei Alpine, logischerweise, auf jeden Fall. Ja, zu Fazit zur Saison war echt eine geile Saison, 10. in der Fahrer-WM geworden. Also ich denke, wir haben uns schon ein besseres Cockpit verdient, aber ich bin halt immer noch unentschlossen. Wir waren bisher so, ja, so treu dem Team, haben alle Treffen abgelehnt. So eine wirklich klare Entscheidung gab es, ein wirklich klares Gespräch, was darauf andeuten könnte, dass wir Alpine verlassen, gab es halt nie oder nicht. Wir waren die ganze Zeit nur treu zu Alpine, also wäre auch ein Punkt, der uns sagen könnte, ja, wir bleiben bei Alpine, aber wir gehen jetzt mal zur Teamauswahl, würde ich sagen. Und dann werden wir ja gleich gucken. Ich glaube, ja, was könnten wir denn? Die Teams, oh, Aston Martin könnten wir, glaube ich, aber kontaktieren. Aston Martin würde uns wollen. Haas auch, Racing Bull auch, die sind keine Rolle. Red Bull nicht, McLaren nicht, Ferrari nicht, Mercedes nicht, ja. Und die auch nicht. Okay, wir hätten nur die Teams. Racing Bull, Haas, Alpine logischerweise oder Aston Martin. Es ist nicht leicht. Es ist definitiv nicht leicht, was ich gerne machen möchte. Aber wir waren zwar die ganze Zeit bei Alpine treu. Ah, und es gab kein klares Gespräch. Vor allem nie ein Gespräch mit Aston Martin. Das wäre jetzt einfach das erste nach der Saison und na, beispielsweise. Aber wir haben so eine geile Saison gemacht. Wir haben uns auf jeden Fall ein besseres Auto verdient. Die haben Interesse an uns. Wer weiß, ob wir in der nächsten Saison überhaupt dann nochmal die Chance bekommen, in einem besseren Auto zu fahren, zumindest. Na? Schon mal überhaupt einen festen Sitz, dann im besten Fall bei einem besseren Team zu haben. Und da würde ich sagen, wir werden die kontaktieren und ich weiß nicht, wie das abläuft. Oder ob man da einfach einen Vertrag angehängt bekommt. Da werden wir also wieder, was wir vom Anfang der Saison gesehen haben. Wir können mit Aston Martin hier was Schönes machen. Und zwar können wir hier auch Saisons angeben. Wir können maximal 3 Saisons einfach unterschreiben für Aston Martin. Und ich bin ehrlich, also ich will jetzt nicht nur eine Saison bei Aston Martin bleiben eigentlich. Ich will da schon mal vielleicht zumindest mal einen längeren Vertrag haben. Eventuell. Das ist, denke ich, eine ganz nette Sache. Und dann würde ich sagen, machen wir mal 2 Saisons draus, also mal 2 Saisons wirklich da bleiben, so Ziele bei der Wertung, können wir, denke ich, schon, ja, weiß ich nicht, 94, ja, ich denke schon 94 kann gehen, oder? Dann machen wir mal 93 draus, ja, wohl nicht, machen wir 92 draus, ich will mir jetzt nicht hier zu übertreiben, 92 Wertung in der Saison, und dann unterschreiben. Okay, das ist aber interessant. Wir sind noch in unserem Alpine-Outfit. Also noch sind wir nicht ganz bei Aston Martin. Aber haben jetzt zumindest den Vertrag, schätze ich mal, unterschrieben auf jeden Fall. Na gut, wir müssen aber jetzt. Was für, ja, lesen wir uns das mal kurz durch. Prüfung der Vertragserfüllung. Was für eine Saison. Du hast dein Vertragsziel übertroffen und alle im Team sind begeistert. Oh, jetzt fühle ich mich fast schlecht, dass ich hier das Team verlassen werde wohl. Und zwar zu Recht. Wie du weißt, steht es dir frei, am Ende der Saison nach einem neuen Team zu suchen. Und ich bin mir sicher, dass es einige interessanten,
Senten gebe, okay. Das Team hier hofft natürlich, dass du mit ihnen neu verhandeln wirst. Wer kann es ihnen angesichts deines Erfolgs in dieser Saison verdenken? Ich habe einen abschließenden Leistungsbericht angehängt, den du hier dir genüsslich anschauen solltest. Genau wie ich. Bis bald. Oh, jetzt fühle ich mich voll schlecht, dass ich hier mit Aston Martin verhandelt habe. Sorry, Alpine, aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich meine Ansprüche sind doch höher als das, was ihr hier aktuell zu bieten habt. Aston Martin ist es doch ganz schön wieder deutlich vor uns, na, also vor Alpine. Ich hoffe, ihr könnt es aber verstehen, na. Mit diesen Leistungen haben wir uns auf jeden Fall verdient, in einem besseren Auto zu fahren. Ich hoffe, ihr findet einen, der genauso gut ist. Oder vielleicht sogar doch noch besser. Wer weiß. So Verstappen vielleicht? Ja, ich glaube, der wird eher bei Wettbewerb bleiben. Aber wer weiß. Verstappen bei Alpine, das wäre schon echt krass. Und wir werden es hier nicht mehr abgeben bei. Wir können aber mal für Alpine, damit wir hier noch ein bisschen die auch schön safe machen. Ocon tut das irgendwie nicht. Einfach hier mal das eine Teil noch retten, damit die alle Teile gerettet haben und nicht mehr abrutschen können. Ocon, kommt noch was vom Rolldämpfer an? Was auch ankommt. Na gut, Sekunde. Ah, wie hat das was ausgemacht? Keine Ahnung. Na gut. So, und da kommt die Saison, das Saisonende. Saison abschließen. So, der Vergleich zu Ocon. 60 zu 40 Anerkennung. Ja, verdient, würde ich sagen. Ocon hat da nichts gebacken gekriegt, so wirklich in der Saison, außer ein paar kleine Highlights. Keine Siege, keine Pulls, das ist natürlich klar. Verdiente Auszeichnungen 1. Wahrscheinlich die beste Note, nehme ich mal an. Rang in der Meisterschaft 10. Meisterschaftspunkte 130. Fahrerwertung 89 halt. Anerkennung plus 10% geht dazu gewonnen. Also waren da 55 angefangen. Jetzt 10% mehr in dieser verlaufenden Saison, die wir da dazu bekommen haben. Oh, ja, und ich würde auch sagen, ich habe mir da mal was überlegt. Und zwar machen wir das mal ein bisschen interessanter gestalten. Und zwar, immer wenn wir in ein neues Team fahren, werden wir eine volle Saison machen. Wenn wir aber zum Beispiel beim Team bleiben, machen wir eine 16-Rennsaison. Weil wir dann halt schon mit dem Auto, dem gleichen Auto halt alle Strecken kennen auch. Und dann, denke ich, bietet sich das ganz gut an. Daher, dass es wohl ein neues Team sein wird, hoffe ich mal, dass das auch geklappt hat. Gehe ich mal davon aus. Werden es auch 24 Rennen werden. Mit einer kleinen Änderung. Portugal geht rein. Und ihr ahnt es schon, Vegas geht raus. Verpiss dich, Vegas, ey. Nie wieder werde ich die fahren. In diesem Spiel zumindest. So, damit wäre alles geklärt. Auf geht's. Oh, da haben wir es. Pierre Gasly Alonso ist unser Teamkollege. Oh, das habe ich sogar gehofft. Habe ich gehofft. Haben die hier im Spiel ins Tor rausgeschmissen. Ja, verdient auf jeden Fall. Das Tor hat auch nicht gebacken gekriegt. Pierre Gasly bei Aston Martin. Was für ein geiles Design, ey. Gasly und Aston Martin, ey. Es war auch so ein bisschen meine Hoffnung, um ehrlich zu sein, dass der vielleicht dahin kommt. Durch dadurch, dass der Sainz jetzt Hamilton von Mercedes weg ist, dass vielleicht Alonso zu Mercedes halt gehen würde. Und dann irgendwie vielleicht für Gasly, vielleicht die Chance bei Aston Martin wäre. Allerdings, wenn ich mir sehe, wie Aston Martin gerade performt, weiß ich nicht, ob das jetzt doch so mein Favorit wäre, dass er zu Aston Martin gehen würde. Hat er jetzt eh bei Alpine wohl unterschrieben. Also aktuell ist sogar dann doch die bessere Variante als Aston Martin, weil aktuell Alpine schon besser ist als Aston Martin. Muss man wirklich sagen. Gut, Einstellungen bestätigen. Oh, was haben wir denn? Ach ja, da kann man jetzt hier das Szenario auswählen. Wollen wir mal Alpine einen Gefallen tun und Aerodynamik auswählen? Oder keine? Wir können es so einfach so lassen wie immer, aber das wirkt immer ein bisschen langweilig. Was heißt denn hohe Inflation? Die gewohnten Regeln des F- und E-Systems. Es kann nur ein F- und E-Szenario gleichzeitig aktiviert sein. Okay. Boah, finde ich jetzt gerade nicht so doll. Die kann man noch gern machen, okay. Strapazierfähigkeit macht man, obwohl es wäre halt auch geil, da kann sich niemand wirklich was entwickeln dann. Und ich weiß nicht, wie das abläuft. Ob das für jedes Team anders ist, dass jedes einzelne Team sich entscheiden kann, was er nimmt. Dass zum Beispiel Red Bull nur Aerodynamik nimmt, wir nehmen Chassis, ein anderes Team Antrieb und so. Und dann das
dann irgendein Team ultra stark dann bei der einen Abteilung sein wird und das andere dann dort dafür, weil die anderen dort nichts machen können oder so. Ich weiß nicht, wie es abläuft. Ob das von uns abhängt, was wir anklicken, das macht dann jedes Team. Oder darf nur jedes Team oder darf jedes Team sich das selbst aussuchen und dann jedes Team kann ein anderes einfach nur alleine machen. Das weiß ich nicht, wie das abläuft. Ich würde sagen einfach, wir machen. Ich weiß gar nicht, wo wir Aston Martin so gut ist eigentlich. Weiß ich gar nicht. Das ist das Gefährliche. Bei Alpine wäre es einfach gewesen. Da hätte ich auf jeden Fall Aerodynamik genommen. Und ich würde sagen, scheiß was drauf. Wir nehmen auch Aerodynamik. Oder kann uns jetzt erstmal nach hinten fallen, wenn Aston Martin da scheiße ist. Aber komm, da haben wir wenigstens eine kleine Aufgabe auf jeden Fall. Ja, bestätigen, brauchen nicht durchlesen. Kenne ich schon alles von Kaya. Gasly bei Aston Martin sehen, das ist schon echt geil. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wo Stroll hin ist. Oder allgemein, was es für Fahrer wirklich vielleicht gab. Was haben wir hier? Oh ne, ich will die Fahrertransfers noch gar nicht sehen. Ich will die erst bei diesem Grid-Reveal vielleicht sehen. Das ist mir ein bisschen aufregender, das erst dort zu sehen, als von irgendwie hier reinzugucken. Oh, wir sind gut dabei. Wir sind sehr gut dabei auch. Wow. Alpine auch übrigens, oh Alpine, wir hätten da sogar fast bei Alpine bleiben können. Naja, klar. Obwohl wir sind Alpine sogar das beste Team in der Aerodynamik. Alter, wie geil. Ja, guckt mal an, was wir hier für Arbeit für Alpine geleistet haben, Junge. Bei was die Aerodynamik angeht, ja. Ja, Ocon hat nur die sinnlose Strapazierfähigkeit gemacht, ne? Ja. Freut mich aber für Alpine. Haben die gut gemacht, auf jeden Fall. Die könnten sogar wirklich konkurrenzfähig vielleicht sogar jetzt sein am Anfang der Saison. Ach, schade, Mann. Da hätte ich vielleicht auch bei Alpine bleiben können, aber ich wollte mal was anderes von direkt ausprobieren. Haben jetzt einen wahrscheinlich einen 2-Jahres-Vertrag bei Aston Martin. Eventuell, ob man den einhalten muss oder dann ist gezwungen ist, den einzuhalten, weiß ich nicht. Vielleicht nicht, aber ich bin schon gewillt, diese 2 Jahre zumindest mit Aston Martin zu bestreiten. Eventuell, je nachdem, was sich vielleicht doch bietet. Ferrari vielleicht, wenn die Bock haben, keine Ahnung. gut. Wir haben jetzt eh nicht genug Ressourcenpunkte, also können wir direkt die Zeit vorspulen oder Spezialisten vielleicht. Nein! Ich will hier nicht gucken, was es hier für Fahrertransfers gibt. Ja, machen wir dann beim nächsten. Ja, tun wir erstmal die Zeit vorspulen, würde ich sagen. Und dann zum Grid-Reveal, der jetzt stattfindet. Bin gespannt, was es alles so für Fahrerwechsel vielleicht gab. Ja, es gab schon ein paar. Leider in keinen der Top-Teams, leider. Also abgesehen von Aston Martin halt. Mit Gasly. Aber ich habe auf jeden Fall Stroll gesehen, der zu Alpine jetzt ist. Klar, wir haben nur getauscht. Ocon ist aber auch nicht mehr bei Alpine. Also die haben gleich beide Fahrer verloren. Der ist, glaube ich, bei Haas jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Können wir mal hier nochmal gucken. Ja, Stroll bei Alpine halt. Tsunoda ist geblieben, Albon. Nee, Ocon ist bei Alter. Ocon bei Racing Bull. Teamkollege von Tsunoda. Oh, wo ist denn der Ricardo? Magnussen, Hülkenberg, Joe, Sau. Sargeant ist bei Alpine. Pocher ist hier aus der Formel 2 hoch. Oder Formel 2? Nee, da ist er in 2023 ist er ja Weltmeister geworden. Dann ist er ja gar nicht mehr dabei in der Formel 2 in diesem Spiel, oder? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der jetzt hochgekommen endlich. Im Williams. Sargeant bei Alpine einfach auch irgendwie geil, muss man sagen. Ja, aber oh, boah, da haben die aber jetzt schon echt einen ganz schönen, da haben die echt 2 schlechte Fahrer als Alpine. Oh, da tun mir die mehr leid. Haben mir so ein gutes Auto, dank uns vor allem, weil wir die so gut hochgepusht
gepusht haben. Und jetzt haben die vielleicht sogar die zwei schlechtesten KI-Fahrer im Spiel. Oh, Alter, das tut mir richtig leid. Oh Gott, das tut mir leid. Wäre ich doch nur, hätte ich das gewusst, dass das so kacke wird für die dann somit vielleicht, wäre ich doch bei Alpine geblieben, ey. Oh, das tut mir leid für Alpine. Boah. Vielleicht überzeugen die beiden auch, aber es ist nicht so ganz die krasseste Fahrerpaarung von der Stärke her. Also, ja, dabei ist ja bestimmt sogar Ocon besser am Ende. Wow. Krass. Naja, gut, aber ist so. Wir sind bei Aston Martin auf jeden Fall. Teamkollege von Fernando Alonso, Gasly und Alonso in einem Team jetzt. Das kann doch richtig geil werden. Immer noch nicht genug Ressourcenpunkte. Hier haben wir es bestimmt nochmal. Fahrertransfers. Gasly wechselt zu Aston Martin und ersetzt Stroll. Stroll erst wechselt zu Alpine und ersetzt Gasly. Sargeant wechselt zu Alpine und ersetzt Ocon. Ocon wechselt zu Vita Cash Racing Bull. Ricciardo fährt diese Saison nicht mehr. Ja, da haben wir die Bestätigung. Aber der ist nicht zurückgetreten, oder? Also da könnte er auch vielleicht mal wiederkommen dann. Pocher unterschreibt bei Williams und ersetzt Sargeant. Freut mich für Pocher auf jeden Fall auch, dass der jetzt hier den Sprung in die Formel 2, in die Formel 1 geschafft hat. Gut, tun wir noch die letzten restlichen Tage vorspulen und dann kann es auch schon beim nächsten Mal losgehen. Beim großen Preis von Bahrain. Neues Team, neues Glück sozusagen. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergehen kann. Ob wir vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg ganz klein laut einfangen können. Ich meine, Aston Martin hat vielleicht das Zeug dazu. Nicht weit weg von dem Spitzenteam an sich. Sind sogar vor Mercedes aktuell. Also es kann interessant werden auf jeden Fall. Man kann gespannt sein auf jeden Fall. Im Antrieb sind wir sogar hier gerade. Hier, Alter. Okay. Na gut. Immerhin. Gut. Das war's aber denn jetzt. Beim nächsten Mal, wie gesagt, der Auftakt in Bahrain mit Aston Martin und Pierre Gasly, Team, Fernando Alonso als Teamkollege. Das kann richtig, eine richtig geile Saison, glaube ich, werden. Vielleicht sogar der Kampf um den Titel. Mal noch nicht zu viel erhoffen, aber es kann auf jeden Fall eine sehr, noch eine bessere Saison werden, als es mit Alpine der Fall war. Bis zum nächsten Mal und ciao.